Schauen wir doch mal. Sind jetzt wieder da, wo wir hin wollten. Hank ist uns gegenüber immer noch feindselig, aber wir sitzen im Auto. Ist alles in Ordnung, Lieutenant? Chris war auf Streife gestern Abend. Er wurde von Abweichlern angegriffen. Er sagt, Marcus hätte ihm das Leben gerettet. Juhu. Geht es Chris gut? Ja, er hatte einen Schock, aber er ist am Leben. Was für ein Scheiß. Okay, lass mal gucken. War das jetzt das, was wir gebraucht haben? Ja, sehr gut. Heißt, wir müssen hier oben nur noch die letzte Frage stellen. Und dann haben wir hier auch die 100%. Nice. Wie haben Sie Kamsky gefunden? Ich weiß noch, dass der Typ überall in den Medien war, als Cyberlife anfing, Androiden zu verkaufen. Ein paar Anrufe... Und da sind wir. Ich bin Lieutenant Hank Anderson, Detroit Police Department. Ich möchte zu Mr. Elijah Kamsky. Bitte, kommen Sie rein. Okay. Ich sag Elijah Bescheid. Machen Sie es sich bequem. Hübsches Mädchen. Das ist kein Mädchen. Es ist ein Android, der aussieht wie eins. Mhm. Ich weiß, was das ist, Connor. Nette Hütte. Androiden bringen offenbar nicht jedem nur Schlechtes. Gleich triffst du deinen Schöpfer, Connor. Wie fühlt sich das an? Ich habe keine existenziellen Fragen, wenn Sie das meinen. Manchmal wünschte ich, ich könnte meinem Schöpfer gegenübertreten. Ich hätte ihm da so einiges zu berichten. Elijah empfängt sie jetzt. Mr. Kamsky? Einen Moment bitte. Again, pool stream.
Ich bin Lieutenant Anderson. Das ist Lieutenant Anderson. Was kann ich für Sie tun, Lieutenant? Sir, wir untersuchen Abweichler. Ich weiß, Sie sind längst nicht mehr bei Cyberlife, aber ich habe gehofft, Sie könnten uns trotzdem weiterhelfen. Abweichler. Der Typ sieht aus wie ein richtiger Wichser. Ich glaube, er ist ein richtiger Wichser. Intelligenz. Und jetzt einem freien Willen. Eine Konfrontation war unvermeidlich. Der sieht aus wie so ein Typ, der ultra intelligent ist, kackereich und es jeden spüren lässt, dass er was Besseres ist. So sieht er aus. Ich mag solche Leute nicht. Wir müssen diese Sache ernst nehmen. Ideen sind wie Viren, die eine Epidemie auslösen. Ist der Wunsch nach Freiheit eine Anstrengung? Weiß ich nicht. Ich habe mir Elon Musk... Also ich weiß ungefähr, wie er aussieht. Aber ganz ehrlich, wenn er mir auf der Straße über den Weg laufen würde, ich würde ihn nicht erkennen. Sagen Sie uns jetzt was Nützliches oder wir sind wieder weg. Warte mal. Was ist mit dir, Connor? Brauch mal ein Foto von Elon Musk. Auf wessen Seite stehst du? Ich bin auf keiner Seite. Ich wurde erschaffen, um Abweichler zu stoppen, und das werde ich tun. Auf die Antwort bist du programmiert. Also Musk ist... Musk sieht eher aus wie so dieser typische Schulsprecher. Was möchtest du wirklich? Weißt du, ich suche nach Bildern von Elon Musk. Das erste, was ich finde, ist CDU-Kanzlerkandidat Laschet mit Musk. Dieses Foto aus dem Interview, wo er gefragt hatte, und wie ist es so mit Wasserstoffautos? Reine Formalität. So geil. Eine einfache Frage von Algorithmen und Rechenkapazität. Was mich interessiert ist... Okay, weil er an dir mit einem Hoverboard vorbeidüsen würde. Okay, aber das fände ich schon wieder cool. Er ist ganz einfach, du wirst sehen. Warte, ich war auch Schulsprecher. Entschuldigung, Basti. Eines der ersten intelligenten Modelle von Cyberlife. So war das nicht gemeint. Ich war einmal Klassensprecherin für 2 Monate. Dann wurde eine Neuwahl generiert, weil einfach keiner gewählt hatte. Dadurch bin ich Klassensprecherin geworden. Alle fanden es kacke. Ich war so unbeliebt überall. Und die fanden es richtig kacke. Aber das passiert, wenn man nicht wählen geht, Leute. Mit deiner Seele. Immer irgendwie ein mega Arschloch. Das glaube ich, aber in so einer Position musst du, glaube ich, auch Arschloch sein. Es liegt an dir, diese faszinierende Frage zu beantworten, Connor. Um Erfolg zu haben, also so eine Art von Erfolg, musst du Arschloch sein. WB Baschur. Ich verklasse Stufen und Schulsprecher. Aber dann wirst du rein gar nicht. Mich mochte niemand, insofern. Okay, ich glaube, das war's hier. Also, komm, Connor, wir gehen. Sie können in der Schule, mich mochte einfach keiner, deswegen... Deine Untersuchung oder das Leben dieses Androiden? Ich war mal froh, weil man mich einfach ignoriert hat. Entscheide, wer du bist. War nämlich besser als alles andere. Ich bin Arschloch ohne Erfolg, Tjapaschu. Irgendwas warst du falsch. Oder ein lebendes Wesen. Oder halt richtig, ne? Nicht jeder will Erfolg. Und jeder definiert Erfolg auch anders. Nicht. Und ich sag dir, doch, wir drücken gleich den Abzug. Ich quatsche jetzt gerade einfach wieder drüber. Ne? So. Ich muss ihm die letzte Frage stellen. Test negativ. Deine Untersuchung ist dir wichtiger als ein Androidenleben. Du hast kein Mitgefühl. Nee. Also ich müsste an vielen Stellen einfach mehr Arschloch sein. Ich arbeite dran, an einigen Stellen mehr Arschloch zu sein. Was einfach daran liegt, ab einer bestimmten Position musst du hin und wieder... Oder du kannst einfach nicht mehr gut Freund sein. Es geht einfach nicht. Sondern du musst ab einer bestimmten... Ich sag mal so, in bestimmten Situationen musst du Arschloch sein, um nicht unterzugehen. Oder dass eben Leute dir einfach auf der Nase rumtanzen, für die du dann aber trotzdem die Verantwortung trägst. Sie übertragen anderen einen Code, damit die Jericho finden können. Das ist immer ein schöner Bikini. Ohne Scheiß, der ist wirklich hübsch. Ich könnte ihn nicht tragen, aber... Jetzt hast du den Schlüssel.
Ferndale Station ist die Tür. Es wird Krieg geben. Du musst eine Seite wählen. Wirst du dein Volk verraten? Oder dich gegen deinen Schöpfer stellen? Sagen wir mal so, Bashur. Ich eigentlich auch nicht. Deswegen, ich spreche jetzt auch nicht von mir, nur in manchen Situationen, um Leuten gewisse Situationen zu ersparen, müsste ich mehr Arschloch sein. Und das sind so Sachen, da bin ich halt reingerutscht. Es gibt immer einen Notausgang in meinen Programmen. Und man kann nie wissen. Eigentlich bin ich immer mit jedem gut Freund. Also wirklich, wenn man... Ich habe mein Zwischenzeugnis gekriegt, ne? Also, ich habe ja bei mir den Bereich gewechselt und neues Team und so. Und hatte mir von meinem alten Chef aber nach 5,5 Jahren mal ein Zwischenzeugnis geben lassen. Es ist sehr interessant zu lesen, wie ich so wahrgenommen werde. Das ist wirklich sehr interessant. Ja, guck, Bashi. Was haben Sie denn angenommen? Ich dachte. Also es ist insgesamt, glaube ich, ein sehr gutes Zeugnis. Jedenfalls habe ich nichts Gegenteiliges da drin lesen können. Und ja, ich habe mal gelernt, Arbeitszeugnisse richtig zu lesen. Weil nur weil etwas positiv klingt, ist es nicht unbedingt positiv. Aber, ne? So, 100%. Nice. Wir haben es. Baba.